Ja, servus und hallo again. Jetzt wieder der Marti. Wir zocken den Football Manager 22, unsere FC Augsburg Story. Wir müssen heute am 10. Spieltag gegen den VfB Stuttgart antreten. Der FCA auf Rang 8, der VfB Stuttgart auf Rang 11. Das Ganze wird in der WWK Arena stattfinden, bei 19 Grad und Nieselregen. Ich habe mir die Taktik oder die Aufstellung jetzt angesehen. Wir werden doch ein bisschen was verändern. So wollen wir starten. Das sehen wir hier natürlich besser. Gieke wird im Tor, klar. Unumstritten. Caligiuri kommt zurück auf die Rechtsverteidigerposition. Der spielt bei uns sehr gut, im Gegensatz zu Real Life. 10 Spiele, ein Tor, zwei Assists. Auf der anderen Seite wird Iago spielen. 11 Spiele, ein Tor, zwei Assists, auch für ihn. Die Passquote ist bei Iago so noch gar noch ein bisschen höher. Dann in der Innenverteidigung Govley. 8 Spiele, ein Tor für ihn und Udokai. Davor zwei defensivere Mittelfeldakteure, Dorsch und Arne Meyer. Beide noch ohne einen Scorerpunkt, immer noch. Also. Dann offensiv rechts Vargas. 4 Spiele, ein Tor, ein Assist. Zekiri, die Leihgabe, 11 Spiele, 2 Tore, 3 Assists. Und im Sturm Niederlechner. 10 Spiele, 6 Tore, 4 Assists. Überragende Saison bisher für ihn. Und Michael Gregoritsch, der spielt jetzt das zweite Mal von Beginn an in der aktuellen Saison. Unsere Bank damit mit Oxford, Grützo, Cordova, Mats Pedersen, Fredrik Jensen, bisschen Härtefall. André Hahn, auch der, ja, zählt nicht zum Stammpersonal und auch Framberger wieder raus. Moravec auch noch auf der Bank. Nicht im Kader sind Strobel, der einfach platt ist. Saarinen, Batze und Gummi. So werden wir starten. Die letzten Wochen waren wir ja offensiv recht solide, defensiv eher nicht. Das war unser Problem, denn wir haben doch einige Tore kassiert. Und das Spiel gegen Stuttgart ist jetzt schon so ein bisschen richtungsweisend, ob wir ja doch unter den ersten 10 bleiben oder ob wir uns doch eher nach unten orientieren müssen. Wir läuten damit mit diesem Spiel den Freitagsspieltag ein. Ich schaue jetzt nochmal, es noch andere Empfehlungen gibt. Ne, wir bleiben so. Die Aufstellung passt soweit. Nebenbei läuft hier auf der Zone American Football, so soll es sein. Ich habe jetzt vor, ein paar Spiele zu simulieren. Also schaut gerne wieder auf dem Kanal vorbei. So. 9 Änderungen in der Startelf bei Stuttgart, okay. Das ist natürlich schon ein Haufen, was sagt unsere Social Media Fraktion. Yep, das passt. Aufstellung. Niederlechner von Anpfiff weg auf dem Platz. Er ist unser bester Spieler. Ja, das ist er diese Saison auch wirklich. Hier der Kader, eine 4 zu 4 breit. Das ist schon sehr offensiv ausgerichtet, das ist mir bewusst. Die Tore schießen wir auch, aber hinten sind wir doch anfällig. Stuttgarter Defensive. Dieser Waldemar Anton in der Innenverteidigung, der würde mir gefallen, ihn bei uns mal zu verpflichten. Aber aktuell ist es nicht geplant, irgendwas an den Transfers zu machen. Eher dann die Verträge verlängern. So, los geht's. Spiel läuft. Erste Viertelstunde ist rum. Caligiuri durch. Oh, da sieht er. Der ist drin. Gregoritsch aber. Wird überprüft den Abseits. Tor gegeben, jawohl. 1 zu 0. 14. Minute, ja, und mal Niklas Dorsch, jetzt ist sein erster Assist. Gregoritsch schneller als Gretloff, der aus dem Tor rauskommt. Nicht unbedingt. Ja, stimmt schon. Kempf steht zu weit hinten. Gretloff steckt an mir ab, als er rausläuft. Also, damit wären wir jetzt Vierter.
aber mit einem Spiel mehr als die restliche Liga. Iago gelb, Koulibaly gelb. So, Halbzeit dann. Wie sieht's aus? Iago ist platt. Ordentliche Leistung von uns, aber jetzt auch nicht so viel besser. Also jetzt wechsle ich noch nicht. Vielleicht nachher dann so in der 60. Minute. Rubele und Dorsch jetzt auch gelb. Der Wechsel am VfB. Jawohl, wir müssen jetzt was tun. Urukai ist platt. Auch Iago ist platt. Vargas und Zekiri, von denen heute nichts zu sehen. Für Zekiri im offensiven linken Mittelfeld. Ja, wen bringen wir da? Bringen wir André Hahn. Und auch für Vargas auf der anderen Seite. Cordoba. Unser Gegner jetzt offensiver, wir spielen jetzt etwas defensiver. Haben ja noch ein paar Wechselmöglichkeiten. Caligiuri ist platt. Und verletzt auch noch. Unser Rechtsverteidiger bringe Framberger für ihn. Dann Hubele, Dorsch. Wieder der Versuch mit dem Lupfer auf André Hahn. Und der macht's, jawohl. André Hahn macht sein drittes Saisontor. Ist das die Entscheidung? Schauen wir nochmal. Wieder Dorsch. Bällen. So, was haben wir jetzt hier? Niederlechner gegen Jensen. Jetzt machen wir. Der nächste Wechsel. Team ist platt. Dann hätten wir natürlich das DFB-Pokalspiel. Uffa! Müsste trotzdem reichen. Lukas, der Innenverteidiger vorne. Aber reicht es. Auf geht's. Hat sich Framberger ein bisschen rauslocken lassen. Sosa. Gegen Hole. Kommt. Aber das war's dann. Jawohl. 2-0-Sieg vom FCA gegen den VfB Stuttgart. Niklas Dorsch, unser bester Mann. Damit wären wir jetzt Vierter. Ach, was für ein Ergebnis. Fast wie damals. Daniel Caligiuri verletzt. Na gut, 1 bis 3 Tage. Das passt. So, wir schauen mal kurz nach, gegen wen es am kommenden Samstag geht. Ist das ja?
gegen von VfL Wolfsburg. Der Drittplatzierte. Okay, das war's jetzt schon wieder mit der Folge. Passt auf euch auf, bleibt eurer Linie treu. Servus und bye bye.